So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, vor allem letzten Folge hier zu Pinky und der Brain. Yeah, meine Lieben. Ja, wir läuten das Ende im LS22 ein. Noch eine Folge. Ich hoffe, ihr schaut noch mal rein, obwohl es die LS25 schon gibt. Guckt mit uns zusammen hier die letzte Folge. Ja, was machen wir heute? Wir verkaufen. Wir sind schon fleißig am Fahren. Wir wollen alles, was wir so eingelagert haben, mal ein bisschen loswerden. Dann verkaufen wir unsere Fahrzeuge, unsere Fältchen und so weiter. Und dann gucken wir am Ende, was dabei rumkommt. Wie weit sind wir eigentlich gekommen? Level 4, ne? Mhm. Wir haben schon einiges geschafft eigentlich. Natürlich stellt sich für uns jetzt halt die Frage, oder die Endfrage, ja, LS25. Was wollen wir machen? Wie geht's weiter? Also es wird auf alle Fälle weitergehen. Es ist nur die Frage, in welcher Form. Wird's Pinky und den Brain weitergeben? Müssen wir uns überlegen. Weiß ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Dass wir das. Wie geht's weiter? Was machen wir weiter? In letzter Zeit haben wir es selber nicht recht viel gemacht, aber doof ist dann auch nicht geschaut worden, ne? Also, gab schon wahrscheinlich den einen oder anderen Fan, der da reingeschaut hat, dass er wieder verfolgt hat. Klar, wenn dann ein paar Folgen nicht kommen, natürlich sind dann die Leute auch ein bisschen wieder weg. Ja. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man zu zweit ist und dann halt einfach die Zeit manchmal nicht ganz so passt. Da kommt man nicht immer dazu, die Folgen zu machen. Wir versuchen zwar ein bisschen vorzuproduzieren, aber meistens kommt man dann doch nicht zu großen, vielen mehr Folgen. Freitags reicht es immer dann doch zu mehr Folgen meistens. Genau. So, ich hilft da bei der Silage, gell? Ich fahre Silage weg. Perfekt. Aus dem Silage-Silo. Da sieht es ja schon recht gut fermentieren. Aus. Da hinten, ja. Ich muss noch einmal Silage fahren, dann ist leer. Eigentlich kann man mal alles ausschalten, oder? Naja. Kalk hätten wir auch schon ein bisschen was. Kalk können wir gleich direkt verkaufen, oder? Das können wir direkt verkaufen, ja. Und das lassen wir noch rein dabei. Wie schaut da? Ja, Butter und Käse tue ich auch gleich direkt verkaufen. Ja, gleich direkt. Diesel. Direkt. Ja. Direkt. Direkt. Und Silage hätten wir auch direkt daraus verkaufen können. Ein Heu haben wir glaube auch noch, gell, die Heuproduktion. Achso, die Heu musst du da Gras, genau. Direkt. Das ist auch schon voll. So, ja, dann müssen wir schon. Weiß ich nicht, dann nehmen wir Kann man die Milch aus dem Kuhstall auch direkt verkaufen, nicht, gell? Nee. Boah, da ist schon eine gescheit lange Schlange. Da geht's ab. Nee, die aber das passt ja. Nicht direkt, aber der Farmer, ich glaube, das ist einmal fahren. Milch dürfte nicht so viel drin sein. Die geben wir dann direkt Verkauf. Ja, das sind 46.000 Liter. Das ist eine Kiste voll. Ich glaube, ich stehe gerade neben dir. Kann das sein, dass du im Ding sitzt, im geflohenen JCB? Ich? Nee. Sitzt nicht im JCB? Nee, ich sitze im Fendt. Achso, das ist krass, stimmt. Ja, ich habe jetzt neben mir einfach gestellt. Blauen Fans sitze ich halt. So, dann schau ich mal, wo ich die Milch dann verkaufen kann. So, also ich sagte, dass wir mit allem sicher auf 2-3 Millionen leicht kommen, wenn wir alles. Ja, mit Sicherheit. Oder sogar nur mehr. Weil alleine die Tiere, überlegen wir mal die Tiere eben, verkaufen. Eben. Und das nehme ich dann Stroh mit. Ja. Drüber. Boah, Mist, ist auch so viel da. Ja, echt? Wo sind das eigentlich gelagert? Ja, neben dem Kuhstall. So. Silo-Lager oder was ist das für ein Lager? Ja. Aber mit. Rausschaufeln? Na. Ohne rausschaufeln. Das zeigt ja gar nicht an, gell, was wir Mist haben.
Durchmesser dabei die Kühe anzeigen, glaube ich. Nee, zeigt er nicht an. Das ist separiert, ja. Ich sag das, gell? Gülle haben wir 679.000. Müssen, bin ich jetzt blind, Gülle. Da unten ist 316.245. Außer viel. Wir haben Gülle über 600.000. Mhm. Wir haben schon ordentlich angehäuft, meine Lieben. Das ist schon richtig was zusammenkommen hier. So. Die Mullimu wollte jetzt schauen, wo der Mullimu verkauft kriegt. Irgendwo bei uns in der Nähe. Alles verkauft, ja, dann fahre ich nicht zum Allesverkauf oder Spezialfuttergärmittel. Supermarkt Mitte. Marktzentral. Aufträge, den 35er, den ernten wir gerade nicht mehr, ne? Na. Das ist durch. Da würde ich den abbrechen. Ich schau mal, wo ist denn der Supermarkt Mitte? Lieber Supermarkt mit der. Ah, da hinten gleich. Ja, da fahren wir hin. Wie viel? Du kommst auch, wenn du willst, einmal zum Ding schauen, zum Lagerplatz, wenn du Zeit hast, also zum Waschplatz. Ja, da reihen sie sich ja schon die Fahrzeuge nacheinander. Und wenn du willst, weil das war ja so ein bisschen dein großer Part, du kannst die Kühe verkaufen. Kühe, ja. Können wir machen. Das war ja so dein. Schäfchen haben wir allerdings auch, ne? Und da haben wir noch Wolle. Habe ich auch schon gesehen. Also wir haben. Von allem unheimlich viel hat sich angesammelt. Also. Ja. Ja. Am Anfang haben wir gekämpft wie die Wilden, dass wir überhaupt sowas kommen. Oh ja. Das Geld, das hat immer gefehlt. Ja, und jetzt wären wir so weit gewesen, dass das Geld echt da ist. Also ja. Jetzt hätten wir es. Jetzt hätten wir es. Jetzt hören wir auf. Genau, jetzt anderes. Wo wir es haben, hören wir auf. Ja, komm, ist ja langweilig jetzt. Genau, wieder neu anfangen. Das kann ja jeder. Richtig. Nicht so viel gehört jetzt. Ich glaube, es kommen wir sogar nur her. Haben wir noch einen Kredit? Haben wir da auch noch was? Kredit dürfte man keinen mehr haben, ne. Ne, null. Null. War mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir nicht noch einen Kredit gehabt haben. Ne, ist nichts mehr. Was ist denn da passiert? Oh, da liegt der Drescher. Am Bauch, der ist müde. Ah, ja, der hat sich schlafen gelegt. Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge, sage ich immer, ne? LS22 zu Ende. War schon eine lange, lange, lange Zeit mit vielen tollen Mods, die es jetzt gegeben hat. 25 muss man sich erst wieder neu dran gewöhnen. Die Umgewöhnung, wenn man so lange dabei war, es dauert, ja, denke ich mal, eine Weile. Gefahren. Ich habe zwar schon die ersten. Ja, 7 bis 8, 9 Stunden schon dran gespielt, aber. Ist so viel schon. Ja, jetzt habe ich es ja auch auf Steam. Jetzt kann ich ja der Zeit mal nachvollziehen. Ja, das habe ich jetzt da extra gemacht, dass ich es mal so über Steam genommen habe, damit ich auch mal schauen kann. Nur mal für mich gespielt, ich wollte einfach mal ein bisschen die Sachen jetzt schauen. Oh ne, ist da jetzt zu oder was? Ja. Als nächstes. Macht der erst zu einer gewissen Uhrzeit auf oder geht das automatisch? Jetzt mal Heu mit raus. Der müsste aufhaben. Okay, ja, aber man muss das Tor aufmachen von Hand. Na, zum Glück haben wir da noch nichts hingeschickt zum Verkaufen. Hm. Okay. Wo ist das? Der Zentral. Gegenüber von der BGA oder was das ist. Okay, machen wir da noch gar nicht. Ja, da waren wir anscheinend noch nicht. So, da rennt jetzt auch schon wieder die. Das gehört aber. Jetzt soll ich jetzt mal das Heu. Wie viel Milch haben wir dann? 14.000, okay. Schaut euch das an, wir sind jetzt schon wieder fast bei 1 Million. Naja, wir haben die Autos ja alle noch. Die ganzen Fahrzeuge haben wir ja alle noch. Ich glaube, wir kommen sogar nur höher. Ja, locker. Ich glaube, das wird halt eine richtige lange Folge. Kann gut sein, ja? Oh ne, extra large. Ja, zum Abschluss. Zum Abschluss eine extra large Version. Müsstet ihr jetzt auch ein bisschen haben. Aber ich finde, wir wollten nicht einfach so aufhören mit der letzten Folge. So, ja, das wäre nicht schön gewesen. Wie viele Folgen haben wir geschafft? Weißt du, hast du mitgeschaut? Ja. Ich glaube 140 oder so. Knapp bei 140. Lass mich gucken.
138, das heißt, es ist die 139. Folge. Naja, schade an. Was wir geschafft haben. Noch 139 Folgen, das heißt, auch 20 Minuten. Ja. Sind es 480 Minuten, ein bisschen drüber, sagen wir mal. Nochmal 500 Spielminuten haben wir das eigentlich geschafft aufzubauen. Überleg mal. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen. Allerdings mit Helfer, ne? Mit Cosplay, ja, ja. Mit Autodrive. Das wird natürlich jetzt auch wieder eine Umstellung im neuen LS25. Da gibt es natürlich das nicht. Es gibt zwar GPS, es gibt auch einen Helfer. Ja. Aber ja, leider kostet der ja. Hier haben wir es ja so eingestellt, dass der uns nichts kostet. Die Helfer. Haben wir das eingestellt, ich glaube schon. Ja, ja, hier ist es eingestellt, dass die für die kriegen ja Essen und Trinken von uns, ne? Kost und Logis so. Für die umsonst. Kannst du mal die Mulimus verkaufen oder geht das gerade nicht? Und das kann ich machen, ja. Weil dann wird nämlich kein Milch mehr nachproduziert, weißt du? Ich komm. Weil sonst wird immer wieder Milch nachproduziert und dann fahren wir wegen ihm Kleckl. So, liebe Mus. Kuhs. Wird echt gut. War schön mit euch die Zeit. Oh ja. Und jetzt geht's ab zum Schlachti. Bin immer gespannt. Boah, was? 4000 nur? Wie viel hast du denn jetzt verkauft? 20. Okay. Ah, wegen am Alter, gell. Also Alter, nicht Alter. Ich kann immer nur 20 verkaufen. Ja, sind immer 11.600 jetzt. Ah, jetzt kann ich mehr verkaufen. Ich dachte gerade, warum geht dann so wenig? Jetzt kann man 60 verkaufen. Ja. 8.000 verkaufte Tiere, 35.000. Das sind doch die günstigeren, das sind die kleineren. Da ist eine verschwunden. Ja. Flutsch und weg. 84.000. 84.000. Was ist denn das jetzt? Wer sind die großen? Boah, 84.000. Das sind unsere Milchkühe. Das sind die großen Milchkühe. Das sieht man mal, ne? Mhm. Der Italy. Ich denke, die ganzen 20.000. Tiere, die ich dann auch alle hatte zum Schluss. Verkaufte Tiere. Boah. Weißt du, was wir jetzt schon verkaufte Tiere derzeit haben? Hm? 388.000. Wahnsinn, oder? Da sind wir aber noch nicht fertig, oder? Nein. Weil da sind ja noch immer viel drinnen. Jetzt war's das. Alle weg. Jetzt war's es. Jetzt sind sie weg. Soll ich mal einen Zwischenstand sagen? Ja? Ich meine, du kannst eh nachschauen. 589.599. Boah. Nur die Tiere. Ja. Super. Cool. Das heißt über jetzt... Über eine halbe Million. Du musst dann die Schafe auch noch verkaufen. Ja. Ich mag schon noch mal ein bisschen aufladen. Eine Runde verkaufen, dann können die Helfer wieder verkaufen. Achso, die los ist sowieso, die fahren sowieso die ganze Zeit. Ja, ja, ich fahr dem gerade vorne her. Ich hab die gerade gestoppt. Die Polo, die Automatisierungskette gestoppt. Genau. Aber jetzt halt leckt es schon wieder bei mir. Das gibt's ja gar nicht. Echt? Bei mir geht's jetzt halt mal. Ja, meine ja, das ist nur bei einem. Du hast bei mir und du hast bei dir. Das ist bottelt. Ja, anscheinend ist das der, die bessere Grafikkarten hat, oder bin ich? Wahrscheinlich! Jetzt hast du ja die bessere. Ja, ist ja gleich, glaube ich. Wobei, was ist dein... Na, Plätzchen, du hast da 3060. 3060, okay. Ja, meine ist vergleichbar mit der 4060. Ja, dann ist die jetzt schon nicht mehr die obere Level. Unglaublich. Nach einem Jahr. Ja, gut, ich meine, alleine wenn du überlegst, 16 GB DDR4 VRAM. Ja. 16 GB, ich meine, das ist halt schon. Wobei es halt sagen muss, eigentlich traurig, weil ich sagte, in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich so sein, dass die. Nicht einmal in ein paar Jahren, nächstes Jahr wird das wahrscheinlich schon teilweise schwach werden wieder. Natürlich, das ist es ja. Das ist ja. Ein Jahr habe ich meine und das wird schon langsam wieder ein bisschen eng, ja. Ja, geht doch gut, aber. Man merkt schon, man kann nicht mehr über Ultra spielen. Jetzt im neuen LS25 ging Ultra schon nicht mehr.
Wirklich? Ja, da hat er schon bloß noch auf zweiter höchster Level genommen. Okay. Aber gut, man will ja auch spielen und nicht im Stocken da rumrennen. Das habe ich ja auch keine Lust, deswegen. Die Einstellung ist so klassen, aber ja, klar. Ist dann, so. Haben wir sonst nur Flüssigkeiten, die verkauft gern jetzt nicht, gell? Nix auf Lager irgendwo. Gülle, aber wo willst du Gülle verkaufen? Da kommen mal die Schafe. Wo kann man Gülle verkaufen? Müssen wir mal schauen. Ja, es kleckert dahin die Beträge, gell? Also das sind Tiere. Ja, das sind die Schafe jetzt. Wieder. Da haben wir auch schon so viele gehabt. Wahnsinn. Ja, die haben sich auch schon fleißig vermehrt. Ja. Die sind auch weg. So, ich wollte jetzt schnell. Und dann haben wir auch noch Hühner. Ach, die haben wir auch noch. Das ist ja auch voll. Heftig, heftig. Jetzt haben wir das im November haben wir neue Fahrzeuge um 95.000 Euro gekauft. Mittlerweile haben wir nur Tiere, was wir verkauft haben, um 616.000 Euro. Denk mal. Einnahmen, Ernte 341.000 Euro. Wobei letztes Monat im Oktober haben wir Einnahmen, Ernte 724.000 gehabt. Und Lohndienstleistungen 180.000. Wahnsinn. Also wir haben echt krackert und gewerkt. Ja. Den schon Gas geben. Das muss man schon sagen, ja. Ich glaube, Gülle kann man nicht verkaufen. Ne? Milch, Mischration, Futter, Hackschnitzel, Grasheu, Mehl, Brotkuchen. Doch, da. Gülle beim Allesverkauf oder Düngemittelverkauf. Da darf der LKW gern selber fahren, die Gülle verkaufen. Aber wo ist denn die Gülle drinnen im Gülle-Dings? Kannst du außen abholen. An der Seite, ich glaube, da irgendwo, wo Milch ist, da ist auch Gülle. Ist natürlich verheerend. Für einen Toni Moro. Für manche Leute, die noch andere Spiele gespielt haben. Gülle, also du sollst Gülle laden und wir haben jetzt gesagt, zum, was ist näher, Düngemittelverkauf oder... Wo in der Düngemittelverkauf, weißt du das noch? Na, alles verkauf, wir fahren zum Allesverkauf. Düsseldorf-Verkauf, Allesverkauf, Gülle, ab geht die wilde Fahrt mit dir. So, boah, was ist mit ihm? Was du da denn auf dem Dings einfach stehen lassen? Was? Ich verkaufe gerade Hühner. Ah, Waschplatz. Wieso ist der jetzt da? Hast du, bist du mit dem Krone gefahren? Ja. Das wird es gewesen sein. Krone? Nee. Mit dem Anhänger. Achso, mit Anhänger. Mit dem Fendt und... Ja. Okay, deswegen, weil da ist ein Stau entstanden. Ja, ich... Ach, bist du gerade drin? Ja, bist du wieder? Ja, kann ich wieder übernehmen. Ein, zwei, ja, dann mache ich weiter mit ach, dem Gras jetzt drin. Okay. Ja, ist ja wurscht. Das ist ja, ja, klar, muss ich eh alles weg. Ja, dann holen wir ihr mal. So, jetzt sind wir schon auf 2 Billionen gleich. Jetzt sind die Tiere mal weg. Mhm. Du fährst. Schauen wir mal, wo wir Mist verkaufen. Mist. Also jetzt mal alles verkaufen kommen. Du fährst jetzt Mist und achso, den haben wir glaube ich nicht gar den Mistverkauf. Müssen wir da schnell einen Mistverkauf einrichten. Mhm. Weil den kann man ja eh einfach hinzugeben. Den Kurs. Nicht Einstellungen. Da. Genau. Ah, nein, das gar nicht. Kuhmiststall, das geht sich aus. Ach, gibt's sogar. Und zwar fährst du jetzt Stall Mist zum Allesverkauf. Und zwar Mist.
lang schlafe, das ist cool. Meine Frau ist einfach die Beste, was das betrifft. Wir haben da Händchen. Mhm. So, das passt da. Passt, das nächste funktioniert. So. Passt. Der fährt auch. Was haben wir für einen Palettenauflieger für einen LKW wahrscheinlich, gell? Ja, weiß nicht, ob es für LKW war. Das kann ja sein. Und da ist noch Mais drinnen. Was soll man mit dem Mais, was drinnen ist, mitverkaufen? Wurscht. Den Reihe auch gleich da mit hinten dran, wo ist da? Da. Boah, da ist schon eine lange Schlange. Ups. Mhm. Ein Dulli haben wir nicht, gell? Nein. Wir müssen zwei nämlich mal gefahrene Schafrolle verkaufen. LKW ist im Einsatz? LKW ist im Einsatz, ja. So, hast du mir jetzt gehört, dass der LKW im Einsatz ist? Ja. Ja, kleiner kann man es eh machen. Warte mal. Kommt da rot durch? Haben wir rot weglassen. Fisch. Ups, jetzt habe ich vergessen, das Mikrofon zum Ausschalten. Ja, ich habe es auch gut gemerkt. Nämlich mit dieser, habe ich dir schon mal gesagt, mit dieser Hue-Fort-Spiel, die habe ich jetzt getestet. Was für ein Ding? Diese Bilder. Ah, ja, ja, genau. Mhm. Ja. Aber nicht die Lithophane, sondern die ganz flachen Bilder. Mhm. Und ja, die sind richtig cool geworden. Also da haben wir ja jetzt einmal getestet, wie es ausschaut. Dass man es das erste Mal in so einer Form Kugel, weißt du, dass du das am Christbaum hängen kannst? Ah ja, okay. Mhm. Und da schauen wir jetzt gerade, dass das nebenbei was wird. Spannende Geschichte, ne? Ja, 3D-Druck natürlich wieder, ne? Der ist ja einfach. Ja. Wie schaut's bei dir aus, hä? Pause gerade. Ah, okay. Die Never-Ending Pause. Never-Ending Pause. Sachen gemacht hat, ist glaube ich toll. Ja, so viele Sachen gibt es bei mir eigentlich. Mhm. Irgendwann mal wieder was braucht, dann. Ist so. Ja. Ne, wir könnten uns jetzt endlich mal hier oben im Büro geschossen. In unserem Büro im Haus haben wir eine Klimaanlage installieren lassen letzte Tage. Ja, das hast du ja mal gesagt, genau, dass das wild ist. Das war jetzt, ist jetzt eine dran. Das ist schon mal gut. Natürlich, jetzt brauchst du gerade nicht, aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Ja, das kannst du, ja. Aber jetzt sind sie ja günstiger, ne? Ja. Ich hab jetzt gerade geschaut wegen Balkonkraftwerke. Mhm. Ja, da bist du ja gerade richtig günstig. Also die fallen in den Keller gerade, die Preise, das ist ein Wahnsinn. Ja, ich miete mir jetzt schnell einen LKW oder ich kaufe mir einen LKW. Der ist zu weit gefahren, ja. Ist das okay? Ja, ja, mach doch. Der kriegt gerade nichts hier. Was, der kriegt nichts? Nee, der ist zu weit gefahren. Ich kaufe den, weil es wurscht ist. Oh, wir sind wieder unter einer. Wer ist weggefahren? Der. Soll ich helfen? Abholer. Der Abholer? Ich muss den bloß zurücksetzen. Achso.
Ach, haben wir das falsche Eck? Ach, da ist kein Strom mehr, deshalb. Kein Strom mehr? Nee, das muss man. Dann kannst. Warte, ich schaue gerade schon. Gras kannst, glaube ich, einschauen. Gras oder Heu? Ich habe Gras gemacht. Ja, passt ja. Gras ist eh. Heu ist auch noch viel da. Heu sind 600 irgendwas. Aber das heißt, wir müssen schauen. Der fährt eh Gras. Der fährt. Also, da sitzt du. Das war meine. Und der fährt auch Gras. Dann tue ich den einmal auf Heu um. Dass Heu auch mitgemacht wird. Dann ist einer Heu und der Rest Gras. Ich mach Heu, ja. So, und ich hole mir jetzt einen anderen LKW und fahre mal die Paletten weg, was wir haben. Mhm. Wobei, so viele Paletten haben wir eh nicht, glaube ich, gell? Die vier, glaube ich. Die vier haben wir sonst nirgendwo Paletten. Weil Produktionen wird direkt außerverkauft jetzt alles. Ja, genau. Da ist bis jetzt aber noch nichts gekommen, oder? Nein, hat schon umgesprungen. Ich weiß es gerade nicht. Waren wir um 11 oder um 12? Hm. 3200 Kalk. Ich habe die Produktionen jetzt trotzdem dabei eingeschaltet lassen, weil ich mir gedacht habe, ja, klar, solange noch was drinnen ist, sollen sie produzieren, weil so ist einfach alles verkauft werden. So, Autoload und zwar Europaletten, wo sind, wo ist denn überall Wolle? Nee. Ist alles verkauft. Alles verkauft? Mhm. Ja, vielleicht haben wir das einfach nicht mitgekriegt. Huch? Na super. Hm? Was hab ich? Ich denk grad, dann fährt der Kroni vorne nicht weg. Der ist schon weggefahren, aber ohne den Hänger. Ich hab den Hänger vergessen. Der da. Ja. Warte. Jetzt sind wir nochmal da vorne. Nee. Beim Umstellen nach vorher irgendwie auf ihn abhängen kommen. Naja, man kann. So, und ab geht die Fahrt. Okay, man, ich fahr eine Schafwolle, können wir wo verkaufen? Gehen die das Gras verkaufen? Hm? Wo gehen der hin? Wer? Den gerade, den wir uns weggeschickt haben. Der muss ja dorthin gehen. Der macht aber einen ganz anderen Weg. Ja. Wo fahren der leicht hin? Ja, das frage ich mich gerade auch. Der fährt oben weg. Oh, warte mal, ich flitsche noch hinterher. Vielleicht ist er irgendwie falsch am Weg gestanden. Wahrscheinlich. Er fährt Ballenverkauf, er. Aber keine Ahnung wie. Okay, ja, wird schon irgendwann zum Ziel kommen. Wie auch immer er da hinkommen mag. Über welche Wege? Alle Wege führen nach oben, ne? Oder zum Verkaufen. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich die Schafwolle nicht gefunden. Oh, Wolle. Alles Verkauf oder Baumarkt? Schauen wir mal, wo ist denn der Baumarkt? Ich habe mir auch noch nie verkauft. Ich sehe genau nicht. Da oben auf der Karte. Wo es blinkt, ich glaube da unten war der, oder? Na. Wo blinkt? Boah, nirgends blinkt. Bin ich deppert? Wenn man den markiert, dann blinkt. Ah, da unten ist das. Nein, da fahren wir nicht hin. Ganz unten, da fällt 39. Ja, hab's gar gesehen. Nein, da fahren wir nicht hin. Um die Barnage. Fahren wir zum Allesverkauf. So. Ja, ich fahre jetzt da ein bisschen quer für dein. Entschuldigung, tut mir leid. Boah, nicht die Palette verlieren, was ist denn hier los? Wieso macht er keine Spanngurte? Macht er nicht. Muss auf, so wie Autoload macht, also auf B laden lassen. Da nicht weggehen können. Okay. Dann bleibt es, glaube ich, drauf. Also der LKW da vorne, das. Der Trecker sucht immer noch seinen Weg. Der fährt da vorne auf der Straße links, einmal rechts.
Jetzt, ich habe Spanngurte aktiviert, Auto, das war deaktiviert. Mhm. Das war das Problem. Was der Fahrt? Ja, erwart. Von rechts nach links, jetzt fährt er von links nach rechts. Die gucken gleich nochmal. Aber irgendwie geht's gerade nicht wirklich auf, ja. So, dann fährst du jetzt aber schnell zum Waschplatz und dann schauen wir das an. Technikhof, Waschplatz, ab geht die Fahrt. So, der da fährt. Was hat denn der gefahren? Also das ist Mist, das ist wieder ein anderer. Jetzt kommt er, glaube ich. Jetzt kommt er wieder, ja. Jetzt hat er seinen Weg endlich gefunden. Eieiei. Passt. So, die verkaufen auch fleißig. Gülle, wie viel Gülle haben wir denn noch? Boah, Gülle haben wir noch 615.000 und Mist haben wir noch 214.000. Überlegung, ob wir nicht noch Gülle fast kaufen. Hm. Ja, das wird heute nicht fertig. Jetzt sind wir bei einer halben Stunde mittlerweile. Ja, verrückt, ha? Was hätten wir denn sonst noch, was man vielleicht. Den Clan kommt man noch mit. Nein, den Clan, der hält nur die ganze Ketten auf. Jetzt mach mal. Dings haben wir ja auch noch. Unser Lager, Hauptlager. Das kann ich dann mit dem LKW machen. Ja. Das muss auch noch weg. Weil Anhänger sind jetzt gerade alle eigentlich. Ja, einer war noch da. Oh, ich war's mit unserem Anhänger. Da hätten wir nur einen Kalk. Na, weißt du, siehst du gleich. Die Hälfte ist verkleinert. So, jetzt waren wir auf 2 Millionen und irgendwie geht jetzt nichts mehr weiter, muss ich sagen. Ja, jetzt runterst du es noch ein bisschen. Ich denke mal, du kriegst hier an dem Verkaufsplatz nichts mehr. Hm. Da ging jetzt die Preise halt wahrscheinlich ziemlich in den Keller. Naja, 8.000 kriegen wir immer noch. Aber gut, du musst halt auch sagen, wir haben halt auch jetzt große Brocken verkauft gehabt, ne? Weil wir mal Käse, Milch und das Ganze jetzt bis jetzt verkauft haben. Jetzt kommt halt der Kleingrust, das bringt jetzt ja nicht immer so viel. Und jetzt, genau, und ich wollte gerade sagen, und jetzt kommt halt der Rest, der vom Schützenfest überbleibt, das Klavzeug. Wobei ich jetzt gar nicht groß schaue, sondern ich verkaufe das einfach beim nächstgelegenen. Ja, ja. So. Da kommt der nächste angedonnert. Warst sicher du? Das war ich. Anders haben wir das jetzt nicht erklären können. So eine forsche. Forschen genau. Reifen, dann fahr ich. Na, da gibt's nichts raus, verdammt. Ich habe mir jetzt mein Pedal für den 25er ein bisschen umgestellt, gell? Mhm. Nachdem ich ja nicht mit Schaltung fahre, mhm, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich kann ich mir ja die Gangschaltung dann für andere wichtige Sachen nehmen. Und jetzt vorher habe ich immer gehabt, auf Gang 1, wenn ich mache, fahre ich vorwärts, auf Gang 2 fahre ich rückwärts. Ja. Jetzt habe ich mir das gelegt auf die Kupplung, mhm, das vorwärts-rückwärts wechseln. Schauen wir mal, ob ich da mit dran gewohnt habe. Ja, das, so habe ich es auch. Echt? Ja. Kupplung habe ich Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Na, schauen wir mal. Weil Kupplung brauche ich ja im Normalfall nicht. Richtig. Nicht einmal im richtigen Leben brauche ich es. Nee. Da habe ich nicht einmal einen. Ah, doch inzwischen. Einen haben wir noch. Also ja, wegen der Tochter, oder? Ja, das ist eine kleine haben wir noch. Was haben wir denn jetzt gelernt? Weizen, glaube ich, ja. Alles verkauft, 15. Alles verkauf. Du, wenn du mal genug hast vom Hin- und Herfahren, dann stell dir einen auf Zeiten oder nimm mit um mir am Waschplatz und dann kannst du mal vom Waschplatz da die Sachen mit wegverkaufen. Ja. Das können wir machen. Das
für die Sachen. Wenn du Zeit und Lust hast, ja. Ja, ja, klar. Will ich da nicht. Dass wir das mal loskriegen, die Sachen auch, ja. Dass man mir ein bisschen Geld weiß. 1,4 Millionen. Was? 1,4 Millionen Gras haben wir noch, aber es geht auch runter. Ja, wir waren bei 2,2, wie wir angefangen haben vor knapp einer halben Stunde. Und 360.000 Heu bloß noch. Aber das wird naja weniger, meine ich. Ja gut, das ist klar. Weil das sind ja immer 100.000, glaube ich, was der jetzt ja voll kriegt. Ja, genau. Deswegen, also dreimal fahren, viermal fahren noch und dann kannst du den auf Strom mit umstellen und dann, na was? Heu, na Gras, na, ich weiß Gras nicht. Futterlager, gell? Muss ich nur einstellen. Was musst du einstellen? Ah, der ist schon dann eingestellt auf Automatik. Den, mit dem du fährst? Mhm. Ja, Futterlager. Voll gerammt, grandios. Aber jetzt kommen wir gleich über die 2 Millionen, wenn ich abland. Ja, das bringt ein bisschen mehr Kohle. Weizen, ja. Naja, Weizen bringt jetzt auch nicht so viel, aber mehr wie 35.000, gehen wir von aus. Und schwupp. Upp. So, ja, wieder drüber. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Ja, irgendwie sollte man auf 5 Millionen, hätte ich mir jetzt so in der, im Laufe der Zeit jetzt gedacht, sollte man eigentlich schon fast kommen. Hätte ich eigentlich auch gedacht, dass wir das hinkriegen müssten, ja. Aber ja, glaube ich, glaub schon. Die Fahrzeuge, ja gut. Die sind auch schon ein bisschen älter, die Fahrzeuge. Ne? Ja, ich meine, wenn man jetzt überlegt, die Traktoren teilweise haben 80, 90 Stunden, glaube ich, oder? Ja. Großteils haben wir es gebraucht gekauft. Siehst du, das ist was mir ein bisschen fehlt. Gebrauchtmaschinen, gibt es die im Neichen? Ja. Ja, da habe ich nämlich. Ja, stimmt, die gibt's ja. Gibt's. Gebrauchtmarkt gibt's ja. Aber cool wäre ja, wenn man Leasing oder so machen könnte bei den Fahrzeugen. Weil nur mieten ist ja langweilig, wenn man lease ist. Und kann dann sagen, hey, das wird dann auf so einen Art Berechnungsfaktor, wird das dann einberechnet, obst du jetzt, wo fahren der hin? Wo hast du das gerade? Das wäre auch nicht schlecht. Nein. Das wäre auch nicht schlecht, wenn sowas das zu machen. Genau, dass du eben sagst, pass auf, mit einem Berechnungsschlüssel ist es aufgrund von dem Alter, der Kilometer und so weiter, hätte eigentlich nur den Wert, auf den Wert hast du geleast und jetzt ist er aber eigentlich, was du für einen Wert angegeben hast, weniger oder mehr Wert. Bei Felder haben wir ja die Pacht eingeführt, aber so ein Leasing, das war richtig witzig eigentlich. Ja, das hat es so eigentlich noch nicht so richtig gegeben. Mhm. Müssen wir mal als Mod machen. Ja, aber gut, das ist so viel Programmier, da bin ich zu wenig Programmierer, dass ich das kommt. Muss ich ehrlich sagen. Verkaufst du schon Fahrzeuge? Nee, ich suche gerade noch. Was? Wo ich das gestrigen Tag oder so. Ja, genau. Nee, brauchst Hilfe. Ja, könntest du das mal einstellen in der Kiste? In welchem? Der, wo jetzt, ich bin jetzt gerade raus. Wo stehst du denn da hinten in dem? Ja, in dem Konvoi. Stallfutterlager zu. Verkauf, Ballenverkauf. Was haben wir gesagt? Gras. Oder? Gras, ja. Gras voll. Heu ist auch noch ein bisschen, aber einen haben wir, glaube ich, noch. Mhm. Passt, ist erledigt, ist eingestellt. Ja, übrigens, Leute, was sagt's denn ihr? LS25, was soll man machen? Sollen wir eher mal so ein bisschen in die Map-Testrichtung gehen oder generell Testrichtung von Mods oder sollen wir eher wieder so ein bisschen mäuserig spielen? Pinky Brain. Pinky Brain 2.5 dann. Bezüglich 25. Genau. Für alle, die auf der Leitung stehen. Oder sollen wir eher einfach nur probieren, aber wirklich, meine Idee wäre mal gewesen, so ein bisschen von wirklich null weg, dass du wirklich mit Lohnaufträgen nach oben arbeiten musst, dass du überhaupt da dann was leisten kannst.
wirklich sagst, du fängst vielleicht gerade mit 100.000 oder 200.000 an, so dass halt jeder einen Traktor meinetwegen nur hat und sie dann durch das hocharbeiten müssen. Ne? Beides glaube ich interessant. Ja. Es war halt dann, es gibt halt schon hin und wieder da diese From Zero to Hero und was weiß ich. Aber das ist ja trotzdem wieder was anderes. Es ist ein anderes Spiel, es ist eine andere Haptik, es ist ein anderer Aufbau, ein anderes, ja. Weiß auch nicht, wie man tue, machen wollen. Was spricht denn die an? Oder du hast einen 25er jetzt schon ein paar Stunden gespielt, hast gesagt, was wäre denn für dich ein Weg, den du sagst, boah, das darf mich voll fesseln. Ganz ehrlich, ich bin noch gar nicht so richtig so dahin gekommen. Achso. Wäre schon nicht schlecht, ja. Also, wir können ja Teilbereiche auseinander. Ja. Dass du hergehst und sagst, weiß nicht, jetzt probieren wir mal 20 Folgen lang nur Forst, dann probieren wir mal 20 Folgen lang nur Silage oder dann probieren wir mal 20 Folgen lang nur Tiere oder so in die Richtung. Dass du jedes Partial ein bisschen abarbeitest, was es halt jetzt gibt oder Neues gibt oder Altes da ist und vielleicht verändert hat. So Spatten macht ein bisschen. Ja. Alles mal intensiv zeigt, wie was funktioniert. Ja. Wie was funktioniert, wie es getestet. Weil eben jetzt zum Beispiel bei der Eichenmap mit dem Reis einmal ein wenig angeschaut. Yeah. Aber irgendwie. Pff, ich weiß nicht, wie der Reis da wirklich funktioniert. Ja, ein bisschen weiß ich schon, aber ich glaube, es kommt nicht viel bei rum. Na, ich habe jetzt einmal geerntet, das war's. Also weiter bin ich noch nicht. Ich habe noch einmal geerntet und er liegt einmal im Lager. Das ist das, was ich mir weiß. Aber alles andere? Ja, ich bin da noch so unentschlossen. Ich bin ja eh meistens sehr unentschlossen. Was man da schön machen könnte. Man kann es ja auch so machen, eben in Verbindung mit, weiß ich nicht, jetzt kommen irgendwelche Mods raus und dann beschäftigt man sich mit den Mods und testet die auf Herz und Nieren. Aber das ist ja da meistens in der spätesten zweiten Folge eigentlich abgehandelt. Mhm. Aber wenn man jetzt so partial was macht, finde ich da das schon interessant. Heute gehen wir mal jetzt, also ab jetzt machen wir 20 Folgen Holz und schauen, was sie im Holz so tut, was verkauft wird, was bringt wirklich was. Intensiv mit einem Thema, ja. Thema beschäftigt mal. Und dann nimmt man irgendwann das nächste Thema. Und die Produktionen mal bestückt. Ja. Nach und nach mal guckt, was bringt Geld. Da, komm, ich schaff's noch vor dir da rein, jawohl. Ich kann aber rausrollen. Was? Ich kann mit dem Trecker nicht mehr rausrollen. Und vielleicht bist du schon zu weit weg. Nee, gar nicht. Ich bin ganz nah dran. Dann geh nochmal. Steig nochmal aus und nochmal ein. Hab ich. Geht auch nix. Nee. Voll nah dran. Das ist total bescheuert. Ah, kann das sein, dass hinter dir was steht? Nee. Oder hinter dir was ist? Nee, auch nicht. Anbaugerät, das da kannst. Nee. Ja super, jetzt ist der 25er heraus und im 22er bauen sie lauter Baxe. Komisch, ne? Verkauft gerade die Fahrzeuge so nach und nach. Und sitzt jetzt hier im Vent. Wenn ich außen an sich gehe, kann ich nicht raus wegscrollen. Ich bin ganz nah hinten dran. Komisch. Warst du zum Händler alles verkaufen? Ja. Mach ich krass. Aber knapp. Guck hier, Mensch! Wird immer bewertet. Der große Holz, du! Hat doch alles funktioniert. Da Wahnsinn da. Ich hoffe, du bist nicht im Kram gelandet. Am Bano. Da ist auch noch mal ein Hänger.
Bist du schon wieder da? Hm? Wie geht denn das jetzt? Wo bist du reingefahren? Vorne. Da gibt es nochmal eine Einfahrt. Den Strautmann haben wir hier noch. Hm, ja. Ja, wir haben zu wenig. Soll ich den kaufen, oder? Sicher, boah. Kaufe ich jetzt. Sicher, wir bringen uns nichts, weil wir haben keinen Trecker dann mehr, oder? Mit dem wir noch fahren können. Ich noch, oder du kannst. Drin? Ja, genüge. Also da hinten weiß ich jetzt nicht. Warte mal, ich sag das. Na, null. Das ist mir nicht niederfieren. Da muss man null. Ein paar Füßen laufen. Nee, da war nichts mehr. Aber du kannst mir bei der Gerste jetzt noch mithelfen. Weil bei der Gerste sind 107. Boah, oder du fährst so, ja, da sind 214.000 drinnen. Ich fahr das bloß wieder mit einem Blick hier. Ja, wir tauschen. Nee, war ich innen. Ansicht. Gut. Naja, das wird jetzt der gescheiter Weg noch, weil. Puf. Ich weiß nicht einmal, ob wir fertig werden. Und ich mag das eigentlich nicht zweiteilen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich das in einem durchmachen, aber so wie es jetzt gerade wirkt. Ist das sehr viel, was wir da noch zum Tor haben. Irgendwie haben wir doch sehr viel gearbeitet, hä? Ja, das glaubt man gar nicht, weil immer wieder haben wir Kraft ums Geld und jetzt wollen wir mal so schauen, hätten wir eigentlich nur verkaufen fahren brauchen. Aber verrückt, oder? Verrückte Geschichte, du. Ja, das ist schon. Aber jetzt dann die Fahrzeuge noch alle mit verkaufen. Ich meine, man muss ja sagen, für das Klarzeug da, Stroh und was weiß ich, da kriegen wir halt jetzt nichts mehr gerade, ne? Rohgras und so weiter. Da ist halt nichts mehr. Nee, keine große Groschen mehr zu verdienen, wir haben aus den ganzen Feldern noch. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du hast trotzdem mittlerweile mit den ganzen Sachen von Stroh und so weiter, es waren insgesamt, glaube ich, 3, 4, warte mal, was haben wir gesagt? 2 Millionen, 1 Million? Mhm. Ja, lass 4 Millionen sein und 4 Millionen durch 1000 sind. So, jetzt fällt es mal wieder in der 4 Millionen durch 1000. Dann unterwegs sind 40.000 und 40.000, selbst wenn es nur 10 Euro gibt, sind es 400.000. Ne? Oh, der hat was gemacht. Verkaufte Fahrzeuge, ja, der hat Geld gebracht. Was hast du denn jetzt verkauft? Das war der Big M. Achso. Der muss bis zum Schluss bleiben, oder? Bin oder verkaufen? Unterwegs zum Verkaufen. Na, dann verkaufen. Mit seinem tollen Hänger. Mhm, mit den pinken Felgen. Schon fesch. Ja, aber war was gut ausgesucht, das ja. Soll wieder. Trecker hätte man auf die Felgen auch pink machen können. Ja, aber das kommt man sich vielleicht fürs nächste Mal mitnehmen. Alle Felgen wären, weiß ich nicht, irgendeine Spezialfarbe oder so. Weiß ich nicht, was für Farben es gibt, aber. Schaut sicher witzig aus. Wow, das ist der Bremsen und zum Glück. Bin ich leer. Ja, was hast du jetzt im 25er schon getestet? Die amerikanische Map. Hab ich einfach mal. Große Nachfrage bei Ballenverkauf. Na super. Nach was? Die Frage. Du hast jetzt so viel gekriegt. Schauen wir mal, was da jetzt beim Ballenverkauf. Wo sind sie? Ballenverkauf ist denn nicht so gut. Die Gerste hast du bei Dings verkauft, oder? Ja. Alles verkauft. Mhm. Da weiß ich nicht noch, was der gerade. Das ist auch was, was mich nervt. Achso, was? Ballenverkauf, ja? Was wird denn beim Ballenverkauf? Das ist doch blau, das Ding. Dann, ah, doch, Ballenverkauf, also ein Zuckerrübenschnitzel. Das haben wir nicht. Das haben wir jetzt doch noch nicht. Ja, ich bin umgefahren zum Allesverkauf. Was hast du jetzt genommen? Gerste. Ja, was könnten wir machen? Was könnten wir machen? Ja, ich habe halt einen Bauer ein bisschen was hingesetzt, einfach mal ein bisschen zum Austesten, wie das Spiel auch mit Season. Und okay. Das mal so ein bisschen an. Die Technik funktioniert.
Ja. Na ja, hätten wir da mal nicht wirklich viel in Gang geschaut. Wir wollen jetzt kein Geld mehr investieren. Mhm. Mein Gedanke war gerade den größten Anhänger zu holen da noch. Der Load King kann der hinten. Wo kann der hinten? Na, wir haben jetzt gerade gedacht, so ein bisschen eine Art Verbund fahren, weißt du, dass du zwei, drei große Anhänger hinten dran tust, weil dann. Du hast ein bisschen leichter, weißt du, wie man. Mhm. Ich glaube, so langsam leert sich's. Ja, aber es ist nur Soja extrem von da. Soja? 214.000. So, es tut mir leid, dass ich da jetzt so gut bin, aber. Muss sein. Wir wollen fertig werden. Irgendwann. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, wie viel habt ihr denn schon getestet, weil mittlerweile ist ja der 25er seit gestern, also seit am Tag eigentlich heraus. Ein bisschen über 24 Stunden. Mhm. Wer hat schon geschafft, mittlerweile 26 Stunden zu spielen? Ich glaube, da gibt es schon der ein oder andere. Zumindest die, wo es seit gestern haben. Es gibt ja schon einige, die es ja schon viel früher gekriegt haben. Ne? Ja, okay, die ganzen. Pre-Releases oder wie heißt denn das? Ja. Die ausgenommen natürlich. Fährst du den jetzt Soja eingestellt oder auf Weizen? Oder fährst du da selber? Da fahr ich gerade. Also, was du, bist du nicht gerade im Dings gesessen, im Drescher? Ja, ich bin überall. Ja, ich wollte gerade sagen, wie das? Ich bin überall zu finden hier. Aber dann stellt er jetzt einmal auf Soja ein. Gerste ist fertig? Na, das ist glaube ich nur. Achso, wie viel hast du Platz? 40, 43. Nicht ganz so viel. 16 sind noch da, aber 214 ist nur Soja. Also, das heißt, ja, dann würde ich mal mit dem nächsten verkaufen weitermachen. Mhm. Getreide-Silo beladen. Verkaufen, alles verkaufen und zwar Soja haben wir gesagt. Sojabohnen, da sind sie. Was ist mit dir? Wieso lernst du nicht ab, Kollege? Ah, jetzt. Warst ein bisschen länger, okay. Mich dann recht voll gern raus. Was da mal mit die Steine? Hm. Die schenkt mir deine. Die schenkt mir den. Da willst du ja auch noch Lust, die zu fahren. Hm. Wisst doch gar nicht, wohin? Ich glaube, die nimmt doch gar keiner. Glaubst du nicht? Nee, ich glaube, es gibt keine Verkaufsstelle für Steine. Deswegen haben wir die ja gesammelt. Ich wusste, deswegen wollten wir so einen Steinspeicher da noch hinbasteln, der uns kalt macht. Ah, haben wir nicht gesagt, dass die Kalkmine die Steine nimmt zum Kalk machen? Nee. Ah, nicht? Nee, der wollte ja nur Dings haben. Diesel. Achso. So. Sollten wir es vorher reparieren oder gleich verkaufen? Gleich verkaufen. Ich glaube nicht, dass sich das groß auszahlt, oder? Keine Ahnung. Okay,
Heu ist nicht mehr viel drinnen. Wer fährt Heu? Heu sind noch 600 irgendwas Liter drinnen. Ich glaube, einer fährt das da Heu bloß. Aber Kreis müsste jetzt auch langsam leer werden. Ja, 57.000, einer noch mehr. Ja, doch. Dann sind wir fertig, aber der Heu-Typ fährt noch. Kann es sein, dass du den einfach weggenommen hast? Ah, nein, da kommt einer. Da ist er. Da ist dann immer den Glamid. Na, was können wir jetzt dann nur fahren? Eigentlich haben wir jetzt dann alles, oder? Ich glaube auch. Das ist jetzt noch Soja, ne? Genau, aber da fährt auch schon einer. Den habe ich schon eingestellt. Okay. Und dann Fahrzeuge verkaufen, bzw. Geräte verkaufen. Da wäre ja schon einige weg. Hier war schon was weg, der andere ist schon gleich weg. Naja, eineinhalb Stunden für alles verkaufen, dann haben wir einen Förder noch. Ja, mal gucken, ob wir die fünf. Ja, noch knacken. Ob wir die knacken oder nicht? Ja, schauen wir mal. Könnte knapp werden. Ja gut, wir kriegen aber auch die Mischration und so nicht aus dem, richtig, aus dem Lager raus. Richtig. Das ist ja da das Problem. Warte mal, es ist jetzt leer, oder? Ja. Das heißt, du kannst eigentlich zum Shop gleich fahren, oder? Ein paar Traktoren können wir gleich zum Shop schicken. Mhm. Für Kauf gibt es ja keinen Händler. Supermarkt, Verkauf, Tankstelle. Ah, da Händler. Fahrzeug abgeben. Du darfst gleich weiterfahren. Da kann man nichts beladen. Das schauen wir dann mit dem an. Wo ist da? Da unten war das irgendwo. Fahrzeughändler ab. Nein, nicht abholen, abgeben. Dann kommt nur einer gleich. Wo ist der letzte? Eins, zwei. Da ist noch einer. Ah, bist du? Na, der ist einer. So, nochmal 52.000 Soja mit. Verkauft da den Rest und dann schauen wir noch, ob wir vielleicht noch was rauskriegen. So, jetzt schauen wir mal, 686 Liter Verkauf jetzt an Heu. Die 3 Euro wahrscheinlich, die wir da kriegen. Oh, oh, 74, guck mal. 74, 4 Euro 8, war der Umweltbonus. 48 sogar, 78. War nicht so wenig trotzdem, ne? Ja, eben. Du überschätzt es komplett. Ah, da kriegen wir nichts mehr aus. So. So. Brauchst du noch irgendwo was? Na, eigentlich nicht, oder? Nö, das ist euer Fall. Da ist jetzt aber auch nicht mehr so viel drin. Ja, ein paar Fahrzeuge fahren eh schon zum Shop. Stroh haben wir noch 1 Million irgendwo rumliegen. Was? Ja, im Kuhstall. Gülle. Das Pferder wahrscheinlich. Der Gülle, die Förder, ja. Aber aus dem Dings kriegen wir es, glaube ich, nicht raus. 100.000 Sojabohnen haben wir noch. Ne, geht wahrscheinlich nicht raus. Also, glaube ich, einmal. So, also dann fangen wir mit dem an, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wo ist der Trecker, der LKW, der Sojabohnen verkauft? 56. 56. Irgend sowas, ja. Mach ich noch einmal mit, dann ist das weg. Ja, ich bin schon am Verkaufen der Fahrzeuge.
Und so bleiben die nächsten. Kollegis, wo seid ihr? Wo waren das? Ah, da ist einer dagegen gefahren. Was ist mit dir? Hätte man jetzt einen normalen Weg nehmen können, eigentlich. Du musst nicht durch die Halle. Achso. Du hast es durch die Halle probiert, mein Freund. Das geht ja natürlich nicht aus, wenn die Halle zu ist. Der nächste, der es durch die Halle probiert. So, mit dem Bubezen schnell, ob wir vielleicht das Stroh rauskriegen. Drei Hänger, die noch weg müssen. Ja, da ist noch ein bisschen was da, was weg muss. Oh ja, das kriegen wir zweimal weg noch. 3000 Liter noch drin. Ich noch einmal, der noch einmal. Dann ist das so, ja, weg, dann kann ich den auch gleich den Hänger verkaufen. Dann hole ich noch die anderen drei. Wie viel ist noch da, wie viel Soja? 103.000 und ich hole jetzt noch 103.000, naja. Zweimal fahren. Also ich noch einmal und der Hänger noch einmal, der andere. Hm. So, aber ich lasse jetzt einmal nur den Anhänger da zum Verkaufen. Damit ich die anderen Sachen auch noch holen kann. Aber ich glaube irgendwie, dass wir nicht mehr auf die 5 Mille kommen. Ja, wobei mit dem Soja jetzt dann nochmal, das waren auch gut über 200.000. Ja, wird knapp. Ja, den Diesel aus der Tankstelle habe ich jetzt noch vergessen, aber. Ja, irgendwann ist dann zu klein. Ja, irgendwann ist auch gut. Die paar Kalkbeutel, die noch da liegen, sind auch vollkommen wurscht. Nur wenn es am Ende dann um 10 Euro fehlen, dann verkaufen wir das andere. Ah, mein, wieso hast du das jetzt mitgenommen? Was ich eher witzig finde, bei uns zwar, weil nämlich du bist ja einer, der das ganz anders macht oder mag. Ich mag zum Beispiel das, wenn ich umschalte, wenn ich auf den Rückwärtsgang schalte, dass er automatisch nach hinten blickt. Mm, ja. Das magst du gar nicht, nee. Das verwirrt mich immer total. Da kriege ich immer einen Schwindel. Passt schon. Echt? Ja. Wie oft schaltest du vorhin zurück, sag einmal? Immer wieder mal. Muss ich ständig korrigieren, meine Fahrkünste. Nein, nicht vorhandenen. Ah, sind wir dann langsam gar, gell? Mhm. Ah, mit den Fahrzeugen. Ich meine, ein paar Traktoren stehen noch da, aber. Ja, du hast nur einen, zwei. Zwei LKWs an zwei Traktoren, naja. Ja, mein LKW, sage ich, mein Traktor hat zum Beispiel mittlerweile 57 Arbeitsstunden drauf. Mhm. Ja. Siehst du mal. Mein Traktor hat nur erst 2 Stunden. Was? Steht dran, 2,8. Haben wir den, dann haben wir den gerade nicht gekauft. Den haben wir neu gekauft, ja. Und den verkaufe ich jetzt auch mit dem Hänger. Ja, jetzt schon. Den brauchen wir nicht mehr, oder? Der LKW bringt den letzten Soja. Achso, ja, dann sind wir eigentlich soweit gar. Ja, ich habe meinen Soja gerade verkauft. Produktionen haben wir sonst eh nichts mehr gehabt, irgendwie mit automatisch auslagern oder so. Da ist alles, glaube ich, durch. Dann wird es wirklich knappig mit die. Na, wir haben die Felder. Ah ja, ja, dann kommen wir mal weit über 5 Mille. Eier? Eier? Sind noch welche da? Ich habe keine verkauft bis jetzt. Ja, ja nicht. Hm.
Sollte man vielleicht einmal schauen. Mhm. Aber haben wir da nicht erst vor kurzem welche verkauft? Nein, das kann sein. Du warst ja eh vorher dort. Ja, ich hab bloß die Hühnchen verkauft. Achso, hast nicht geschaut, ob Eier dort liegen. Ob es noch Eier im Stall gibt. Ja. Also wir kommen sicher über die 5 Meter. Ja, allein schon wegen Vario jetzt. Da schon wirklich? 200.000 bringt. Achso, ja. Schau mal. So viel unter, so viel ist es nicht mehr. Ja gut, aber es kommen ja noch die ganzen Felder hin. Ja eben. Ja, da sind noch ein paar Eier. Wo können wir die verkaufen, die Eier? Eier nimmt. Alles verkauft. Alles verkauft, der Big. Gibt es irgendwas da in der Nähe? Ich will jetzt nicht da groß und dumm rennen, weißt du? Ich bin da, was gibt's da? Da gibt's einen Supermarktzentral, der nimmt die Eier. Schade, ich schupfe ihn da mit der Hand schnell um mich. Haben wir jetzt eigentlich am Hof alle verkauft? Nein, ich glaube auch was habe ich noch stehen. Auch Trecker habe ich noch da. Ich glaube, dir schon den Trecker. Ja. Bin's eh gewohnt. Eben. Wo sag ich es überhaupt? So, mit den Eier, glaube ich, kommen wir sogar schon fast rauf. Selbst das sind viele Eier. Ja, okay, mit den Eier glaube ich kommen wir auf. Alleine ich auf der Paletten da jetzt, die ich trage, habe 1366 Eier. Achso, na, verkauft. Wir bringen nur 4000 knapp. Boah, echt, oder? Eier. Ich war dafür, dass wir uns gleich wieder. Ja, ich war trotzdem dafür, dass wir sie gleich einmal auf. Mein Gedanke war im 25er eher auf Dings konzentrieren. Tiere einmal. Scharfe Ziegen oder sowas, die pflegeleicht sind. Aber trotzdem nach der Zeit wirklich Geld bringen. Ja, das könnte man machen, ja. Mal Schafe, Ziegen, vielleicht doch mal Pferde. Ja. Mal testen, ob es dann endlich mal funktioniert. So, was haben wir denn? Der da. Ah, der fährt Mist. Ah, den wolltest du wahrscheinlich gerade verkaufen. Brauchen wir noch einen? Brauchen wir noch einen? Mehr kannst du nehmen. Nein, eigentlich brauchen wir keinen mehr, weil so viel haben wir nicht mehr. Ich schau mal, ich fahre mir da mit einem mit. Strohhalm. Achso, das habe ich aus der Luxe. Klaas Exxon, ein Helfer, was fährt der? Ja, einer fährt Mist, einer fährt Gülle. Der fährt Mist, ja. Der jetzt hin? Achso, der ist... Der fährt Gülle, genau. So, gut, da sind wir fertig. Machen wir uns mal noch an die Felder. Ja, willst du mit den Feldern anfangen oder wollen wir nur warten, ob wir vielleicht vorher nur die 5 Millionen erwischen? Können wir machen, ja. Ja, ich schätze mal, wenn jetzt das Fahrzeug da... Weil die LKWs ja auch noch da sind. Ja, ja, deswegen komme ich ja gerade mit an. Oder soll ich mit dem nur Mist... Wie viel Mist ist denn noch da? Weiß ich nicht. Nein, Mist ist nur mehr 53. Dann müsste man eher Gülle noch mitfahren, weil da sind noch 433.000 Liter da. Mhm. Kaufen sich schnell ein Güllefass, hm? Super. Warte da, ich komm mit was. Da haben wir noch den. Der verkauft einen Fendt. Eigentlich kannst du verkaufen, oder? Mhm, da haben wir noch den Palettenhänger. Ja, ja, den verkaufen wir noch nicht, den LKW. Wobei, ein LKW war noch da. So, liebe Leute, groß und klein, gleich erreichen wir die 5 Millionen. Achso, du bist da. Ich hab da schon wieder was hingestellt zum Shop. Hast du? Beides verkaufen? Ja, sicher. Einen Traktor gibt's sonst im schlimmsten Fall noch oder einen anderen. Warte mal vom Verkaufen, warte mal. Da wird gerade irgendwas noch verkauft. Mhm. Wobei wir am Ende dann. Sagen wir es, die Map war trotzdem eigentlich recht cool. Die hat so Spaß gemacht, ja, fand ich auch. Die war angenehm jetzt, zu spielen. War schön groß jetzt, halt auch und für genau. Die Fahrzeuge auch passend. Na, geht sich ja nicht aus. Schau dir das an. Verkaufen. Ja, jetzt. Na, immer nicht. Das Gewicht. Achso. Und jetzt kommt noch Vario. Ja, locker. Ja, war recht viel mehr. Ja. Warte.
das, ja. Ja, der Letzte macht dann das Licht, oder wie war es so schön? Da war was, ja. Aber wollen wir dem Gülletypen noch helfen, weil das, glaube ich, dauert sonst noch. Aber wir haben nicht so viel Gülle mehr, oder? Wir haben gar keinen 400.000. Wir haben kein Güllefass mehr. Nein, aber wir haben Geld. Ja, nee. Dann verzichten wir drauf, auf den Rest. Dann verzichten wir auf 400.000 Liter Gülle. Wobei man ja sagen muss, wir haben auch 500.000 Liter Nahrung, weil wenn wir die auch noch dazu rechnen. Ja, eben. Also ja. Nahrung haben wir 580.000 knapp. Stroh ist noch drinnen knapp 1 Million. Gülle ist 423.000. Heu sind 600.000. Silage 360.000 und Stroh nur mal 456.000. Eben. Also, wenn wir das alles verkaufen, glaube ich, sind wir nur mal bei alleine die Nahrung. Was gibt es? Sieht man, was Nahrung gerade gibt? Ja, also da sind wir gut durch. Dann mal Nahrung. Gibt es da irgendwas mit Suchen? Mischration. Ich verkaufe mal die 11. Verkaufen. Mischration wird gerade bringen. Nehmen wir die billigsten 74. Wenn wir jetzt von 74 ausgehen und wir haben, wie viel haben wir? 5,4 Millionen. Entschuldigung, nein, Mann, Nahrung. Nahrung haben wir noch 578.000. Genau, 500, ja, ich rechne jetzt mit 580.000. 80, wobei 580.000 und pro 1000 Liter bringt das, gell? Mhm. Okay, das waren doch nur 43.000. Nahrung bringt anscheinend wirklich nicht viel. Also ist das vielleicht von der Dings-Map, wo wir waren, gar nicht so unterschiedlich. Vermutlich, ja. Aber ist eigentlich schon extrem, ne? Mit was du das da zusammenmixen musst und was du ja, am Ende bloß kriegst. Günstig eigentlich wiederum. Schon heftig. Hey, wie viel haben wir noch zum Verkaufen am Ländle? Siehst du unseren Wert gerade? 7 Millionen. Mhm. Wahnsinn, oder? Ja, und jetzt verkaufe ich den neuen LKW auch noch, den wir vorher extra gekauft haben. Apropos, kann man eigentlich die Produktion nicht auch noch verkaufen? Nein, haben wir schon mal probiert, glaube ich. Das geht nicht. Die sind fest gekauft. Okay, ja, dann. Was haben wir noch? Was ist das eigentlich? Ja, jetzt warte mal, dann lassen wir die nur verkaufen, dann verkaufen wir die Fahrzeuge noch. Jetzt haben wir bloß und noch 43 und 44, unsere Läden noch. Was ist der verkaufen, oder? Mhm. Nee, das geht nicht. Das sind unsere Höfe, die können wir schon verkaufen, wenn wir alles drauf verkaufen, was draufsteht. Was steht da? Achso. Na, dann lassen wir es. Aber dann fahren wir mit dem einen Traktor, mit dem einen Dings, was wir noch haben. Den Rest, der Mist und Gülle, der Rest ist jetzt wurscht. Ja. Vielleicht kannst du einen LKW setzen, dass wir dann einen LKW gleich zum Shop schicken. Mhm. Was steht da noch? Ah, da steht noch ein Gewicht. Ja. Ich bring das geschwind rüber. Achso. Händisch. Ja, dann warte ich auf den LKW, weil der müsste, glaube ich, gleich kommen. Achso, da ist noch weit weg. Magst du dann die letzte Fahrt mit dem LKW machen? Dann mache ich die letzte Fahrt mit dem Tracker. Gut. Ja, dann kann man das nochmal ein bisschen so Revue passieren lassen. Was haben wir jetzt gesagt? Die 139. Folge. Mit der 139. Folge ist Pinky und Brain das Projekt im LS22 zu Ende. Ja. Startet sind wir auf der Thüringen 2.0, glaube ich, mit ja, genau. Eigentlich einmal die, wie haben die Kassen, die Farmers? Die Farmers, ja, die Farmers haben wir, mit denen haben die wir Farmers, gestartet. Genau. Ja. Wen ist aber auf die Idee gekommen, genau. Genau, und die sind dann aber relativ schnell eigentlich wieder zurück auf die NF Marsch gegangen, weil die so jetzt relativ NF Marsch-Freunde sind. Mhm. Und richtig. Wir haben halt dann gesagt, passt, wir probieren es weiter auf der Thüringen. Haben uns die dann genommen und ja, aber da war dann wirklich
eigentlich nach der Konvertierung vom 19 in den 22er gar war das und die ist dann nicht mehr wirklich weitergemacht worden und hat dann doch ein paar Probleme mit sich gebracht in der Performance. Lecker, Leckfest ohne Ende, das hat bei mir zum Beispiel nur geleckt, da ging gar nichts mehr, ich konnte nicht arbeiten. Das war kein Spaß, auch für euch nicht zum Zeigen. Ja. Ja, und somit sage ich jetzt eigentlich schon mal vorher mein letztes Fahrzeug, was ich heute verkaufe, meine letzte Amtshandlung in diesem Projekt. Ja, bis zum Level 4 sind wir gekommen. Irgendwie war es lustig mit den Levels, gell? Wir haben gesagt, vielleicht machen wir sowas doch nochmal, wir wissen es nicht. Ja, wir müssen mal schauen, was der 25er alles mit sich bringen wird. Ja. Weil je nachdem, was der mit sich bringt, können wir wieder schauen. Ich denke mal eine Modmap irgendwann mal. Ja, vielleicht gibt es sogar neue coole Modmaps. Vielleicht gibt es einmal Leute, die sich jetzt sagen, boah, verdammt, wobei es wird sicher Leute gehen, die jetzt alles Modden anfangen trotzdem wieder und wo es los und ab geht, richtig. Genau. Pinky und den Brain, ich gucke mich gerade an. Dann haben wir dann gerade die erste Folge gehabt. Die war am. Die erste Folge war am 7.2.2023. Am 7.2. Also gut, eineinhalb Jahre ist jetzt das Projekt gelaufen. Ja, seit eineinhalb Jahren machen wir dieses Projekt. Ist trotzdem lang, muss man sagen. Ja. Man sicher haben wir immer wieder mal die Map gewechselt, weil was haben wir gehabt? Wir haben die Thüringen 2.0 gehabt und dann sind wir eigentlich gleich auf die gegangen, genau, auf die Multimap. Ja, das war die nächste, richtig. Und da waren wir jetzt gut 100 Folgen eigentlich. Hätte ich jetzt einmal geschätzt. Locker. Die meiste Zeit waren wir eigentlich hier. Ja, ich weiß nicht mehr, wann wir umgestiegen sind. So. Wo bleibst du denn? Ich komme. Boah, beim Gebrauchthändler gibt es gerade viel zum Kaufen, wenn du was brauchst. Alles, was wir gekauft, was wir verkauft haben, hä? Wir haben gewechselt in der Folge 9. Hey, du hast noch Wasser fast vergessen. Irgendwo. Oder? Nee, Brain ohne Pinky und der Brain. Mit Pinky und dem Brain sind wir doch gewechselt, oder? Nee. Na, Pinky und Brain haben wir generell angefangen. Sorghumhirse, Sim-Dashboard, Umzug auf die Multimap und Restart. Hier war das. Folge 15. Umgestiegen. Dann 125 Folgen, ca. 124 Folgen. Am 18.03. Naja, noch guter Monat. Hey, du hast da ein Wasserfass irgendwo übersehen zum Verkaufen, kann das sein? Weiß nicht. Muss sein. Ich verkauf's einmal. Ja. Das ist weg. So, jetzt laden wir keinen Mist mehr. Jetzt ist gut. Gülle ist gut. Jetzt reicht's. Ja, haben wir ja gesagt, das ist die letzte Fahrt. Was hast du jetzt nochmal gelernt? Ne, ich hab nochmal geguckt und jetzt ist er nochmal zum Füllen gefahren, aber ich lade es nicht mehr ab. Ja, deswegen sage ich. Also wenn du nochmal ein bisschen schauen willst, das waren nur 339.000 Mal zum Schauen. Ne, danke. Ja, 389.000 Mal. Was habe ich heute mit meinen Zahlen? Ich glaub nicht so. So, meine Lieben, letzte Fahrt. Ja, hier stehen ja schon unsere Räder, mit denen wir dann wegrauen. Können wir dann davon fahren, ins Häusle. So, wir verkaufen. Das gibt auch nochmal richtig Asche. Naja, liebe Leute. So. 7,5 Millionen Euro. Das ist doch mal was, oder? Hätte ich gesagt. Ihr habt jetzt halt gut gerundet, gell? Bitte nicht. Ja. Nicht gleich aufschreien und sagen, so, geilsten der Runden. Ich sage jetzt nur, Futter im Schaf- und Kuhstall. Ja, nein, nicht das nochmal, dann sind wir sicher dort. In diesem Sinne, meine Lieben, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es gerne haben wollt. Wir richten uns auch ein bisschen nach euch. Ja. Und ja, in diesem Sinne, nächste Woche Mittwoch gehe ich davon aus, dass nächste Woche Mittwoch wird es bei mir wahrscheinlich nichts. Das heißt in 2 Wochen und bis dahin gibt es vielleicht schon das ein oder andere. Vielleicht machen wir schon mal vorher was. Vielleicht auch das. Seid gespannt, was kommen wird. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal. Pinky und Brain sagen danke, genau.
Wir haben die Map ein bisschen für uns erobert, finde ich. Naja, am Ende des Tages sind wir halb Mille. Ja, ich denke, da können wir schon sagen, haben wir gut hingekriegt. Ist alles weg, haben wir alles verkauft, was nur geht. Bis auf das, da gehört uns nichts mehr. Hast nicht nur irgendwo ein paar Cent gefunden und dann. Leider nein. Kopftierl Mr. Glas, du hast da dein Namensschild. Wieso hast du dein Namensschild da oben? Ja. Hab ich halt. Hab ich da halt, hinten, ne? Auch noch, bist du so selbstverliebt jetzt? Ja, natürlich. Glas halt, ne? Die Glasmaus. Genau. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns eigentlich gesamt aus dem LS22. Macht's gut. Tschüss. Bis denn. Und bis zum nächsten Mal.